Ja, wie? Wo kommen die her? Die haben wir mitgenommen, die haben wir hergezaubert. Ah, guck mal, das ist der Schlüssel der Tür, der uns noch gefehlt hat. Hier haben wir ein wunderschönes Buch. Body Exchange Ritual. Schön. I need to put an end to this. Toll. Mann, toll. Ist ja richtig schön. Ein Gast und ein Wirt. Ja, toll. Das wünsche ich dir auch, Krivi. Ich wünsche dir einen wunderbaren Abend, mein Lieber. Schön, dass du so lange mit dabei warst. So, dann haben wir jetzt zumindest aber den Schlüssel für die große Tür. Also wir sind ein ganzes Stück weitergekommen. Steht da hinten irgendwas drauf? Nein, Elisabeth und Albert. Siehst du, du hattest sogar recht mit der Queen. Es ist Elisabeth. Ja, und Albert. Ja. Nur halt Maxwell. Das stimmt nicht so ganz, aber theoretisch. Achso, und hier müssen wir die Dinger dann drauflegen quasi, ja? Okay. Dann gehen wir jetzt erstmal zur Tür. Oi. Guten Tag. Ich soll den Zählerstand ablesen. This is from Grandma's diary. Dann lesen wir uns halt mal schön durch die persönlichen Sachen aus Ihrem Tagebuch, was? Blaue Eisblumen, einen wunderbaren Abend wünsche ich dir. Hallo, schön, dass du da bist. Kannst bei mir aufräumen. 15. Juni 1972. Ich hasse es, wenn Albert die Nacht durcharbeitet. Sobald es dunkel wird, ist es so, als ob die Welt Kopf stehen würde. Das sind knarzende Geräusche überall im Haus und das Haus, ich weiß nicht, aber irgendwie, ja, naja, meine Sehkraft lässt ja immer weiter nach und so, ne? Aber gestern habe ich mich in meinem eigenen Haus verwirrt. Das muss ich mir mal vorstellen. Und das bestimmt nicht wegen meiner Sehkraft. Die Räume bewegen sich umher. Ich konnte nicht einmal mehr mein eigenes Schlafzimmer finden. Was ist da los? Wir sind hier nicht mehr sicher. Nicht mehr. Nicht, wenn dieses Ding mitten unter uns lebt. Das kann ich euch aber mal sagen. 16. Juni 1972. Albert war jetzt wütend auf mich, weil ich überall im Haus Kerzen angezündet habe. Naja, aber ich habe halt das Gefühl, dass das Lied uns beschützt. So muss man das ja auch mal sehen. Mann. Das ist bestimmt das wandelnde Schloss. Und deswegen. Oh, hier muss man aber auch aufpassen, dass man nicht hängen bleibt, ne? Guck mal, ein Bolzenschneider. There must be something useful here. Aha. Aha. Eine Kreis. Oh Gott, soll ich damit den Schädel zersägen? Und wieso sind hier zweimal Sicherungen? Das Kabel ist kaputt. Da bringt ja nichts mehr, ne? Also wir müssen irgendwie den Bums hier ans Laufen kriegen. I guess. Irgendwas ist da oben gerade angegangen. So, was ist das jetzt hier noch? Wofür ist das? Alter! Was soll das denn? Boah, Janis, ne? Hast du Spaß heute an der Backen? Ja? Freue ich mich, Janis. Schön, danke. Danke für die Beats. Prost.
Ich hoffe, dass ich nie erschreckt werde, wenn ich gerade Dinge im Mund habe. Dann spucke ich einfach alles quer durch den Raum. So, hier. Einfach mal, komm, wir mal gucken mal, was im Schädel so drin ist. Ach, schade, geht nicht. Na gut, ich denke mal, dann werden wir hier irgendwie Körperteile oder so draufkloppen müssen, die wir noch nicht haben. Janis, mein Lieber, eine gute Nacht auch für dich. Schlafen Sie gut. So, okay. Wir haben jetzt erstmal den... Oh, wir haben erstmal noch ein Sammelobjekt. Eine tolle rote Karte. So, Körperteil hört sich gut an, oder? Finde ich auch. Finde ich auch ganz hervorragend. So. Jetzt können wir in der Küche, aber zumindest mit dem Bolzenschneider. Ich komme gleich. Erschreck dich nicht so oft, das macht dein junges Herz nicht mehr so viel mit. Da hast du vollkommen recht. Wenigstens siehst es ein. Nein, das ist von der Gruppentherapie. Das ist von der Gruppentherapie. Wir treffen uns da immer in dem Raum und dann machen wir einen Stuhlkreis und reden über unsere Gefühle. Das ist ja jetzt wohl ein Witz! Das war ja jetzt wohl nicht alles! Was ist das denn für ein Scheiß? Ah, vielleicht kriegen wir ja das Klo auf. Ich hab den Scheiß aufgemacht, um so ein rotes Kärtchen fotografieren zu dürfen. Wow. Die Kassette hören wir uns auch noch an, keine Sorge. Aber vielleicht später erst. Ich guck erstmal hier ins Klo. Denn wir sollen ja spülen. Wieso ist die Tür jetzt zugegangen? Do not use. Hier steht Fett drauf und es ist fett versiegelt. Also werden wir es benutzen. Vielleicht sind da Leichenteile drin, die wir für unser Ritual benutzen können. Nein, es ist natürlich, man kennt es, im Klo ein eingesperrtes, ja, ein Betonklotz. I'm carrying too much already. Boah, ich muss jetzt zum Friseur, wollte ich doch. Was? Zum Friseur. Erstmal zum Tresor. Nein, Quatsch, der Tresor ist ja gar nicht hier. Junge. So, hier. So, dann tun wir da mal ein paar Sachen rein. Also, als da wären... Ich weiß gar nicht, bräuchte ich das Notizbuch von Luca noch? Ich pack das erstmal weg. I should keep this. Ah, okay. Entschuldigung. Der Hammer. Den Spaten brauche ich auch erst später. Und den Schädel brauchen wir auch erst später. Der muss dann wahrscheinlich auf irgendeine so eine Rolle da drauf. Und ich denke mal den Ring auch. So, den Rest lassen wir erstmal mit. So. Nee, Alster Wasser. Könnt ihr bitte aufhören, hier immer die Türen zuzumachen? Was soll das denn? Das muss doch nicht sein. Hallo. Junge. Toll. Was passiert jetzt? How many times do I have to tell you there's nobody in this house? I'm done with your bullshit. Albert, listen to me. Just a book. A fucking book, Elizabeth. See? There's no one here. It doesn't exist. It's not real, goddammit. I know. Everything that's happening to me has something to do with it. I just know it. It's a disease, Elizabeth.
You are sick, for the Lord's sake. Not sick. You'll end up losing your mind if you don't cut the crap. That book has nothing to do with your illness. I wish you stopped acting like a child. Stop hiding our stuff and take your goddamn pill. Jesus! Do you think it's normal? Do you think pupils vanish like dust? What? I'm telling you that that... Scheiße, die Pupillen sind weg. Enough, Elizabeth. Stop acting like a 10-year-old and go to bed. Albert, everything started the day we brought that fucking book to this house. It's a disease, Elizabeth. If you don't believe me, I will leave this place. I'm done. And I'm taking Johnny with me. Oh, Johnny. Ja, dann werden wir uns verpissen. You're paranoid, Ellie. It's 4 a.m., Elizabeth. Just go back to bed before we wake up Johnny. Come on. We can talk about this. You're gonna regret this. You'll end up all alone. Just you and your stupid fucking clock. So, deine scheiß verfickten Kackuhren. Deine Kakuren. So. Warum? Ach so, ja. Wer ist denn da? Das muss aber jetzt nicht sein. Hallo. Nur weil ich hier die Tür, das Klo. Ich wusste ja nicht, dass das so ein Riesending ist. Elisabeth. Ah, der hat die ja Ellie genannt. Und sie sollte ins Bett. Und auf dem Weg dahin konnte man also sagen, Elisabeth. So fügt sich das Ganze. Ich bin ein Wortpoet. Daher der Name Elisabeth. So ist der damals entstanden. So, wir hören uns jetzt mal nicht die Kassette an. I'll end up losing my mind. Grandma? I cannot trust anyone. Not even Albert. If you are listening to Blue Knees? Blue Knees? I know I'm not Jimmy sick. Blue Knees Ochsenknecht. I know I don't have much time left. The fucking thing. I can feel it breathing ja. Right behind me. Blue Knees, das ist sein Kumpel. That fucking song. Ja. Over and over and over and over. Immer wieder. And over in my head. Blue Knees. Behind and we'll find. Ja, sind die Blue Jeans. Hip Teens. Don't wear so Blue long. Knees. All alone where he belongs. Oh, Blue Knees is behind and we'll find what he has been looking for. All the kitchen. Where he's written this song just for you. Dann war das ein Country-Sänger, Blue Knees. Jimmy Blue Knees. Ja, Jimmy Blue Knees. Das ist der Künstlername. Das ist es. Dann haben wir es ja. Hier saß er und hat das Lied komponiert. Für sie. Jimmy Blue Knees. Ja, sind wir nicht alle ein bisschen Blue Knees? Ja, aber genau hier hat er das gemacht. Toll. Muss ja ein toller Typ sein. Blue Knees.
So, das kann weg. Was machen wir jetzt mit dem Betonblock? Wieso gehen jetzt hier überall die Türen zu? So, ich nehme den Schädel jetzt und den Ring mit. Und dann tun wir das Zeug, kloppen wir schon mal hier. Was soll das denn? Lass das mal auf. Dann kommt das schon mal hier auf dein Ritual. Dings. Raum. Hier, von der Gruppentherapie. So, Mädels. Seid ihr soweit? Also ich würde schon mal hier ein bisschen was draufpacken, ne, wenn ihr Bock habt. Hier so ein Ring. Ziemlich großer Ring. Oh, das tut mir leid. Das tut mir leid. So, hier. Nicht weinen. So, dann fehlen uns aber ja nur Sachen. So. Mit dem anderen Kram komme ich später dann nochmal, ne? Ja, so ist die Frage, wo kriegen wir jetzt hier ein Opfer her, was wir zerstückeln unten auf der Säge? Wir brauchen noch menschliche Asche. Und ein paar Körperteile. Und dann geht's hier aber richtig los. Dann nimmt die Therapie ihren Lauf. So, also, wer von euch hat denn Zeit, heute noch vorbeizukommen? Wir machen Meet and Greet. Es hat nichts damit zu tun. Hä, wieso kann ich hier auf einmal wieder lang? Also, ich wollte schon sagen, das ging noch nicht. I won't be able to go back. Das ist der Eingang gewesen, nur zur Info. Wow. Wir sind wohl hier nicht gerne gesehen. I guess. Ja, also ich bräuchte eventuell Hilfe von einem von... Also, die Kreissäge hat damit natürlich nichts zu tun. Ja? Aber wenn... Also wir brauchen... Ich brauche so 7... Oder wenn ihr das sonst vorbeischickt, wäre auch okay. Aber dass wir hier das mal machen... So. Ja. Ist kein Problem. Ich habe ein wunderschönes Auto vor der Tür stehen. Moment, ich glaube, ich habe noch was im Keller. Das wäre super. Caro, wenn du das... So, jetzt ist die Frage... Wo geht's jetzt weiter? Das ist jetzt die Frage. Wir gucken uns das jetzt hier nochmal alles an. Und? Hast du noch ein paar Arme und Beine gefunden? Boah, ich habe so einen Hunger. Ich muss dringend was essen. Ja, nice. Ja, das würde mir reichen. Das wäre okay für mich. Das wäre in Ordnung. Würde ich nehmen dann, Caro. Bringst du den kurz rum? Und bitte mach einen Zwischenstopp bei McDonald's. Ich nehme einen Big Mac, 2 Double Cheeseburger, einen Royal Käse, 2 Chicken Burger und eine Pommes. Danke. DHL, okay. Ach so. Nö, ich dachte, du kommst. Also ich gehe mal davon aus, die rote Tür, das ist abgehakt, oder? Mirko, ganz dünnes Eis, mein Freund. Ganz dünnes Eis. Was war das für ein Move? Halt, klar.
Gibt's jetzt hier noch irgendeinen geilen heißen Stuff, den ich hier gebrauchen kann? Ich vermute mal nicht. Das war, denke ich, nur eben für das Gedönsi hier mit der Dingens. So, okay. Also, wir haben jetzt einen wunderschönen Steinblock. Was machen wir jetzt damit? Karatza ist fein. Karatza ist geil, ja. Karatza geht. Habe ich sogar noch auf meinem Amazon-Wunschzettel. Bifi Karatza. Kann man immer gut gebrauchen. Beruhig dich doch mal. Ist ja gut. So schlimm ist doch nicht. Ach scheiße, die Tresore haben wir ja auch noch nicht, ne? Da steht einer. Und irgendwann wird auch einer stehen. Du Scheißuhr, ey. Ne, ich glaube, hier ist noch nicht so weit. Wäre natürlich cool, wenn hier in dem Safe einfach die Körperteile drin wären. Wo kriegen wir... Also, ich gehe mal... Ich weiß jetzt halt nicht, ob der Steinblock dafür ist, dass wir da einfach jemanden dran binden. Keine Ahnung. Damit der nicht... Wir fangen uns jetzt draußen irgendwie ein Kind oder ein Rentner oder sowas. Vorm Haus. Und dann zerstückeln wir den. Oder wofür soll der sein? Also so würde ich privat das jetzt machen. Du müsstest doch schon alles für den Safe haben. Ich bin verwirrt. Ja, ich habe Finger, um dran zu drehen, aber ich habe die Kombination nicht, Herzilein. Ja, jetzt ist die Frage, wo es weitergeht. Hier sind nur die tickenden Dinger. Da drehe ich einfach nur am Rad. Wo geht es jetzt weiter? Was machen wir mit dem Block? Mit dem... Hör auf damit! Was machen wir mit dem Betonblock? Und dann ist ja auch noch die Frage, wie ist die Kombination an der Tür. Das wissen wir ja auch noch nicht.
Oh, warte mal, was steht denn da? 1, 2, 5, 8. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen und ausprobiert. Das sollte ich vielleicht mal machen, was? Ups. Das habe ich überhaupt nicht gesehen. War das da schon immer? Wenn das stimmt, ne? Dann raste ich aber aus. Ne. Das wäre auch zu schön gewesen. Ja, schade. Dann halt nicht. Die Damen. Was machen wir jetzt? Das können wir auch machen, Jimmy. Du musst in einen Raum und da etwas suchen. Aber ich weiß nicht, ob du da schon warst bzw. hin kannst. Okay, also pass auf. Folgender Hinweis ist richtig geil. Du bist ja richtig süß, Vanessa, ne? Du musst in einen Raum und da etwas suchen. Okay. Wir machen das ganze Spiel über nichts anderes, als dass ich durch verschiedene Räume gehe und Dinge suche oder Rätsel löse. Verstehst du? Hast du vielleicht noch ein etwas? Ich sag mal, um das jetzt mal ganz wild zu sagen. Vielleicht noch mal einen kleinen Hinweis mehr. Nur so einen kleinen. Ich sag ja nur. Also mit dem Spaten buddeln wir doch mit Sicherheit irgendwie eine Leiche aus und zerstückeln die dann oder so, oder? Im Garten. Professor Schäfchen, ich wünsche dir eine wunderbare Nacht. Es war mir eine Ehre, dass du da warst. Ist immer wieder eine Freude, wenn du da bist. Ich wünsche dir angenehme Träume.